Es gibt sie noch, die guten Dinge, die in kleinen Manufakturen von geschickten Handwerkern als Einzelstücke hergestellt werden. Mit den Händen etwas Bleibendes schaffen, von der Hände Arbeit leben. Gerade in den Zeiten der Massenware finden traditionelle Handwerker Nischen, in denen sie ihre Produkte verkaufen können. Manche sind die Letzten ihrer Zunft. Wir stellen Ihnen 15 Handwerker vor, die ihren traditionellen Beruf mit Leidenschaft und Freude ausüben. Ob Schuhmacher, Sattler, Hutmacherin, Bürstenmacher, Leineweber oder Müllerin, alle bereichern unseren Alltag mit ihrer Handwerkskunst. Am Beruf vom Küfer fasziniert mich einfach der Umgang mit dem Holz. Holz hat Leben. Jedes Stückchen Eichenholz ist anders und jedes lässt sich anders bearbeiten. Man sieht, wie es entsteht und dann das fertige Fass. Und wenn man so ein fertiges Fass hat und das kommt zum Kunde, und dann bekommt man ja noch immer Bestätigung. Also das macht dann schon Spaß. Dass der Küferberuf das Richtige für ihn ist, wusste Ralf Mattern früh. Mit seinem Gesellenstück wurde er sogar Bundessieger. Und dann hat man auch ein Ziel vor Augen, wo man sagt, jetzt will ich weitermachen, jetzt funktioniert es ja auch. Auch an sein Material, das Holz, stellt Ralf Mattern höchste Ansprüche. Hier jetzt zum Beispiel, das ist französische Eiche. Ich habe Pfälzereiche, deutsche Eiche allgemein. Je nach Witterung riecht man dann auch schon das Vanille zum Beispiel. Das riecht man dann schon, je nach Standort, riecht man dann, wie es dann rauskommt aus dem Holz. Der richtige Schliff. Ralf Mattern schneidet die Dauben einzeln zu, damit er sie später in eine runde Form bringen kann. Zwischen 70 und 100 Arbeitsstunden stecken in so einem mannshohen Fass. Gebogen wird es wie vor Hunderten von Jahren mit Hilfe von Feuer. Allein an der Temperatur von der Außenseite, von der Fassaußenseite, merkt man schon, ob das jetzt so weit ist zum Biegen. Und es braucht halt Zeit. Je nachdem, wie warm das ist, kann ich das dann langsam zusammenbiegen. Das ist schon ein Kraftakt jedes Mal. Und dann geht alles sehr schnell. Mit seinen zwei Lehrjungs hieft der Küfer das 400 Kilogramm schwere Fass herum. Langsam, langsam. So, jetzt langsam ab. Jetzt mal nur auf der Bodenstelle. Weiter, 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 weiter. Ich glaube, das packen die alle. Muss ich nicht dabei sein. Teamarbeit. Hier sitzt jeder Handgriff. Gut, komm rüber. Daniel, du bleibst drüber, machst den Fuß unten drauf. Willst du mal da oben kloppen? Endspurt. Während Ralf Mattern die letzten Dauben in Form bringt, wird das Holz von innen getoastet wie ein Brot. Man kann ein Fass zum Beispiel kann man es auch mit Dampf. Man kann es kochen oder kann es mit Dampf biegen. Aber das ist bei weitem noch nicht der Effekt wie das mit dem Feuer. Weil dadurch löse ich gewisse Aromen im Holz, wo sich dann auch im Wein widerspiegeln. Ralf Matterns Fässer gehen in die ganze Welt. Von der Ukraine bis nach Südafrika und natürlich in die Pfalz. Für das Weingut Borreldiel in Hainfeld hat er 8 Fässer gebaut. Für die Winzer eine Investition in den guten Geschmack. Für den Küfer eine Bestätigung seiner Arbeit. Die haben sehr raues, dickes Papier, das kann man ganz toll anfassen und riechen alle so ein bisschen, klein bisschen muffig schon. Sie lagern halt seit mehreren hundert Jahren in den verschiedensten, manchmal auf dem Heuboden oder sowas, und da entdeckt man auch alle möglichen Dinge drin. Und dann ist es natürlich toll, dem Buch sein neues Kleid wiederzugeben, so wie es früher einmal war. Also das ist richtig schön, das macht mir Freude. Seit 12 Jahren bindet Christine Merkel-Köppchen Bücher im alten Bahnhof von Gau-Odernheim. An der Technik hat sich seit Gutenbergs Zeiten kaum etwas verändert. Nach dem Abitur, da wollte ich erst mal was mit den Händen machen. Das war mir sehr wichtig. Ja, und nachher hat mich das so fasziniert, die Sache mit den Büchern. Dieses von Anfang bis Ende dabei sein, wie ein Buch entsteht. Und auch diese Möglichkeit, selbst gestalten zu können an einem Buch. Das fand ich ganz klasse. Altes zu neuem Leben erwecken. Darauf hat sich die Buchbinderin spezialisiert. Das hier ist wirklich ein Patient. Da ist das Holz gebrochen. Das Holz ist normalerweise, das ist eben der Vorderdeckel.
Es ist die Schließe ab. Ja, sehr viel zerrissen. Wenn so ein Kandidat kommt, das dauert dann schon mal ein Jahr, aber man kann das alles wieder toll herrichten. Und wenn man das nachher sieht, wenn das schön im alten Glanz wieder erstrahlt und wenn man das dem Kunden übergibt und der freut sich dann noch viel mehr, dann ist das ein richtig guter Lohn. Das ist zum Beispiel auch eins gewesen, ein Buch, eine limitierte Auflage. Die war sehr herausfordernd und die hat also richtig Spaß gemacht. Da ist der obere Teil des Deckels aus einem alten Eichenbalken entstanden und ich hatte eben die Aufgabe, das entsprechend so zu verarbeiten, dass man das eben gut nutzen kann und dass es schön haltbar ist, sehr wertig ist. Das ist eine limitierte Auflage, die fotografisch innen drin darstellt, die Begleitung des Films Heimat 3. Eins dieser Bücher hat Edgar Reitz, der Regisseur des Heimat 3-Filmes, bekommen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich das dann herstellen durfte. Ein riesiger Auftrag im wahrsten Sinne des Wortes aus Nierstein 2005. Diesen größten Bildband der Welt herzustellen, das war natürlich schon etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich daran teilnehmen durfte. Es war sehr schwierig, weil es keine Lösungen gab. Allein das Fadenheften, also das Nähen der Buchseiten, das musste ich mir neu überlegen, wie ich das in der Größe hinbekomme. Und habe also sehr viel neu entwickeln müssen. Also das war schon eine einmalige Sache. Solche Highlights gibt es aber nicht immer. Zwischendrin heißt es auch mal kleine Brötchen backen bzw. kleine Auflagen binden, damit die Kasse stimmt. Schließlich ist Christine Merkel-Köppchen auch Unternehmerin. Die Buchwerkstatt im alten Bahnhof von Gau-Odernheim. Sicher keine Endstation. Ohne Schmieden kann ich nicht sein. Kurt Heiler, ein Hufschmied alter Schule und ein Pferdekamerad. Das ist für mich, als wie ein Kind, was eine Puppe hat. Es ist diese kindliche Leidenschaft, die ihn antreibt. Mit seiner mobilen Schmiede ist er Tag für Tag unterwegs im ganzen Westerwald. Kurt Heiler lebt in Busenhausen. Früher stand hier in fast jedem Stall ein Pferd. Hufbeschlagsschmied hat er gelernt, bereits in den 60er Jahren. Damals musste Kurt Heiler sogar noch eine spezielle Metallhandwerksausbildung absolvieren. Kurt Heiler hat sich über die Jahre einen guten Ruf erworben. Denn für den 69-Jährigen ist das Schmieden mehr als nur ein Handwerk. Das ist die Kunst vom Schmieden. Ja. Sie eben gesehen, wie ich das Eisen aufgerichtet habe, braucht nicht ein paar Mal an Amboss. Das hat man im Kopf, die Konturen. Und dann mache ich die Eisen. Der Kopf voll bepackt mit Wissen, der Bus voll beladen mit Hufeisen und Werkzeugen. Seit mehr als 40 Jahren ist er Hufschmied und immer öfter zwickt es im Rücken. Doch das spielt keine Rolle mehr, wenn Kurt Heiler bei seinen Pferden ist. Er besitzt auch noch eine kleine Schmiede und seine Schmiedekunst präsentiert er auf historischen Märkten. Wie ich da mit dem Pferd hinkam, da war das ganze Publikum war auf uns gezogen. Da hatten die anderen Schmiede keine Arbeit mehr. Ja, da haben wir das Pferd abgeschlagen, das gab riesig Beifall. Und ich kenne den Museumsleiter da, den kenne ich gut. Und wenn ich gesagt habe, ja, ich komme, da war ich auch da. Und das waren andere Schmiede, die er angeheuert hatte, die waren nicht gekommen. Auf einen Kurt Heiler ist eben Verlass. Er selbst besitzt 4 Pferde. Der Hufschmied will weitermachen, solange es geht. Hauptsache, er ist bei seinen geliebten Pferden. Ich kann halt nicht den ganzen Tag zu Hause verbringen. Ich bin da gewöhnt, rauszufahren. Und das ist halt irgendwie aufreibend. Und das macht doch den Spaß, da wird der Tag nicht lang. Bei ihm dreht sich alles um Waffen, seit er ein Kind ist. Gerold Bretthauer aus Daun in der Eifel. Nicht die Produktion, sondern die Reparatur von Waffen ist das Kerngeschäft des Büchsenmachers Gerold Bretthauer.
Jagdwaffen, Sportwaffen, alte Sammlerstücke. Waffenbesitzer aus ganz Deutschland suchen den Rat des erfahrenen Fachmanns seit fast 50 Jahren. Der Eifler ist so etwas wie ein Künstler an der Waffe. Einer der Höhepunkte seiner Laufbahn ist das Meisterstück, ein Drilling, reich verziert und technisch perfekt. Für mich ist das natürlich etwas ganz Besonderes, weil ein Meisterstück macht man nur einmal im Leben. Und diese Arbeit ist dann natürlich auch das Highlight im ganzen Berufsleben, womit man auch später, wo man ruhig sagen kann, strunzen kann. Zur Werkstatt des Büchsenmachers gehört auch ein Geschäft mitten in Daun. Hier verkaufen er und seine Frau Hilde Angler und Jägerbedarf. Rund 90% seiner Kunden sind Grünröcke, so wie Rolf Schlippköte aus Nürburg. Ich bin hier keine Nummer, sondern habe einen Namen als Kunde. Wir gehen so miteinander um, dass ich von ihm auch viele Tipps bekomme. Also er ist in der Lage, ein breites Spektrum nicht nur an Know-how zu bieten, sondern auch an Warenqualität und hat natürlich ein spezifisches Wissen, wo ich selber auch Freude dran habe. Und solange er dabei ist, in dem Moment bleibe ich auch sein Kunde. Da bin ich mir meiner Sache ganz sicher. Auch Gerold Bretthauer ist seit langem ein begeisterter Jäger. Er ist stolz auf sein Handwerk. Der 65-jährige Büchsenmacher liebt die technische Perfektion alter Waffen, deren Beschaffenheit und das aufwendige Innenleben. Mit den heutigen Waffen aus der Fabrik hat all das so gar nichts zu tun. Beim Waffenverkauf muss man im Prinzip mit der Zeit gehen. Aber es sind halt doch noch viele Leute, die sagen, ich möchte noch was Vernünftiges haben, ich möchte einen schönen Schaft haben, ich möchte eine vernünftige Montage haben, ich möchte ein bisschen was Aussehen haben. Ich möchte kein Gewehr von der Stange. Und diese Leute, die man dann individuell besser bedienen kann, das ist halt unsere Arbeit. Und dann macht die Arbeit auch wieder richtig Spaß. Die Einhakmontage des Zielfernrohrs. Noch so eine Spezialität des Büchsenmachers Gerold Bretthauer. Der denkt langsam ans Aufhören. Und das bereitet so manchem Jäger in der Eifel schon jetzt Kopfzerbrechen. Wenn man mich fragt, was ich für einen Beruf habe, sage ich Leinerweber. Ja? Nicht in einer größeren Fabrik, aber allein in meiner eigenen Werkstatt. Wenn der erste Zentimeter vom Stoff so rauskommt, in diesem Moment darf man mich nicht stören. Und dann darf der Telefon nicht klingeln. Das auf keinen Fall. Das ist was merkwürdig. Das ist wunderbar, wenn der Stoff so... Man sieht, wenn er kommt, wenn die Maschine anfängt. Und das ist das Resultat von ein paar Wochen Arbeit. Wenn die Ware fertig ist, muss jeder Stoff nachgeprüft werden. Und die ganz kleinen Stoffe reißt der Faden ziemlich viel, denn er ist unregelmäßig und gar nicht elastisch. Und das muss mit der Nadel nachgemacht werden. Weberei, wie wir, so kleine Familie, sind wir nur zwei im Elsass. Ja. Und in Leine und so ältere Stoffe bin ich der Einzige. Früher waren das Hunderte. Allein im Dorf da waren wahrscheinlich 100 so kleinere Weberei. Bis zu Ende 1900. Neue Stoffe machen auf diese alte Art. Und das interessiert mich am besten. Es ist doch ein klein wenig Kreation dabei.
Ein Weber kann ja jeder sein, das ist ganz nicht schwierig. Aber die Einsamkeit, allein zu sein und alles zu machen, von A bis Z, und da muss man ein gewisses Charakter dazu haben. Das ist was Ungewöhnliches. Ja. Ticken der Uhren nimmt Christoph Faber manchmal gar nicht mehr wahr. Bei der Arbeit vergisst der Uhrmacher die Zeit. Ja, man kann sich schon rein vertiefen, wenn man jetzt gerade an einem komplizierteren Stück dran ist, vergeht doch sehr schnell die Zeit, wenn man dann auf einmal wieder hochguckt oder wenn ein Fehler in der Uhr ist, den man nicht direkt findet, geht die Zeit doch sehr schnell rum. Die kleine Welt von Christoph Faber. Eine Welt voller Schrauben, Federn und Rädchen. Hier in seiner Werkstatt verbringt der 29-Jährige den Arbeitstag. Man hat eigentlich jeden Tag was anderes. Das ist auch das Schöne an dem Beruf. Man weiß so von vornherein nicht, was kommt. Also ich vergleiche immer gern mit den Automechanikern. Eine Uhr zerlegen ist auch ein Stück weit wie so ein Motor auseinanderbauen. Und ja, es gibt da natürlich auch Sachen, die man so öfter macht, wie beim Mechaniker vielleicht Winterreifen wechseln oder bei mir dann Batterien. Aber schön ist natürlich auch, wenn eine mechanische Uhr kommt oder ein mechanischer Chronograph, wo man sich auch rein vertiefen kann. In seiner Werkstatt gibt es jedenfalls keine Unruhe, mal abgesehen von der in der Uhr. Kaisersesch in der Eifel. Hier liegt die Werkstatt des Uhrmachers. Sie gehört zum Schmuckgeschäft seiner Tante. Christoph, könntest du mal bitte kommen? Ja. Schau mal, der Herr von eben hat die Uhr abgegeben, weil die Krone hält nicht mehr. Das ist eine verschraubbare Krone. Früher arbeitete Renate Nick hier mit ihrem Vater. Ihr Neffe hat 2008 den Meisterbrief erworben und gleich einige neue Geräte angeschafft, wie die Zeitwaage. Sie liest Zeitabweichungen ab. Bei dieser Uhr sind es mehr als 70 Sekunden pro Tag. Auch das ist Tagesgeschäft für Christoph Faber. Batteriewechsel bei Quarzuhren. Die sind übrigens meist viel genauer als eine mechanische Uhr. Doch was sind schon ein paar Sekunden mehr oder weniger für einen, der sich die Zeit nimmt, kleine und große Schätze zu reparieren? So, ich habe hier einen schönen roten Hut für dich. Ich glaube, der würde zu einer Hochzeitsfeier gut aussehen. Dietlinde Amboss, Hutmacherin aus Karlsruhe, hat ein Gespür dafür, was ihrer Kundin steht. Und immer rechts an der Seite das tragen, weil links der Mann geht. Das ist so ein altes Gesetz. Ein Kopfschmuck, wie er auch im englischen Königshaus beliebt ist, der Fascinator. An ihrem Handwerk liebt Dietlinde Amboss die Vielseitigkeit. Ihr Material beschafft sie sich oft mühsam aus dem Ausland. Sie ist nicht nur kreativ, sondern auch überaus geschickt. Eine der wenigen, die noch ganz traditionell Hüte herstellt. Früher war sie Dozentin für Kunst- und Textileswerken. Als ein Hutmacherladen zumachte, übernahm sie Ausstattung und Material. Nachdem sie dann in Pension gegangen war, machte sie ihren Traum wahr. Sie begann mit dem Hutmachen. Und weil sie das gleich ganz professionell angehen wollte, sagte sie sich eines. Irgendwie musste ich jetzt das Handwerk mal lernen. Und habe dann endlich ausfindig gemacht einen alten Hutmacher in der Schweiz und eine Hutmachermeisterin in der Nähe von Bad Kissing. Und da bin ich ins Praktikum gegangen und habe das richtig gelernt. Ihre modischen Kreationen sind vielfältig. Ganz klassisch. Oder auch mal ein bisschen verspielt.
Mit Hut wird aus einer grauen Maus eine Lady, sagt sie. Sie geht erstmal gerade. Sie geht nicht mehr so krumm, wie wir heute alle gehen, sondern sie stellt sich gerade hin und hat eben etwas auf dem Kopf, was sie nach oben zieht oder zur Seite, je nachdem. Und sie hat eine gewisse Ausstrahlung, sie fällt auf und sie sieht auch besser aus. Natürlich auch noch ein bisschen. Eine Kundin sucht etwas Ausgefallenes für das Pferderennen in Iffezheim. Oder so kann man ihn auch aufsetzen. Also früher ging eine Dame nie ohne Kopfbedeckung aus dem Haus. Dann gerieten Hüte aus der Mode. Doch allmählich sind sie wieder im Kommen. Die Kundin schätzt an der Hutmacherin, dass sie sehr ideenreich ist, die Linde hier. Und dass sie so viele Dinge auch kombiniert, wo mir nie einfallen würden. Das ist verrückt. Ein bisschen Mut zum Hut braucht auch Dietlinde Amboss selbst immer noch. Zu besonderen Gelegenheiten trägt sie schon mal gerne einer ihrer eigenen Kreationen. Ich bediene nur Werkzeuge, keine Maschinen. Und ich fertige auch Ware in einem Arbeitsgang. Also bin von Anfang bis Ende wird es in einem Stück durchgezogen. Und die meisten Dinge sind von mir entworfen. So hat es einen ganzheitlichen Prozess. So, jetzt ist der Faden angespitzt und ich führe den durch das Loch. Und dann steche ich noch einmal durch den Faden durch, sodass die Nadel am Faden festhält und beim Nähen nicht wegrutscht. Das ist ein wunderschöner Trick. Länger, wenn es mit der Hand genäht ist? Ja, wesentlich länger. Nicht, dass eine Maschinennaht nicht auch gut hält, aber hält länger, wenn es richtig gemacht ist. Der Faden ist durch die Spannung, die ich jetzt hier habe, ist wesentlich mehr im Leder drin, sodass er abriebfest ist. Also Handarbeit, das muss auch ein Stück sein, was mindestens 10 Jahre locker hält, täglichen Gebrauch. Das ist wichtig. Spüren Sie abends Ihre Hände? Nee, die sind ziemlich entspannt. Das ist, ich spüre, wenn ich schlechte Körperhaltung habe, kann ich meinen Nacken spüren. Wenn ich den verschwinde, muss ich ein paar Entspannungsübungen machen, damit der Nacken wieder locker wird. Ansonsten ist das kein Kraftaufwand. Das ist Geduld und Fingerfertigkeit. Hat nichts mit Kraft zu tun. Die Schwertahle ist so scharf, die geht locker rein. Meistens kommen sie rein und sagen, die will ich haben. Und gehen nochmal raus und kommen nächsten Tag wieder. Ja. Also bei Frauen ist es so, sie verlieben sich in eine Tasche und das ist dann meistens hier und jetzt. Und dann wird gekauft? Ja, genau, wird gekauft, ja. Es ist einfach eine schöne Arbeit geworden. Und es ist auch kein reines Unikat, aber es ist ein Unikat in der Form, dass das nächste Stück, was ich mache, vielleicht ein Hauch anders ist. Wie heißt denn jetzt dieses Modell? Weiß ich noch nicht. Das ist ein neues Modell jetzt hier gefertigt, eine ganz neue Serie. Und mal gucken, ob ich rausfinde, die erste Käuferin, was für einen Beruf die hat. Und dann mal gucken, vielleicht taufen wir die dann nach dem Beruf. Also wie, ich habe ja schon Modelle, Architektin und Studienrätin, ja. Mal gucken. Friseur, Nackenpinsel. Und ich denke mir, 6 € ist jetzt echt okay. Ein Meisterstück für einen Meisterfriseur. Ich bin ausgebildeter Bürstenmachermeister, gebürtigter Oberschlesier. Und daher kommt mein harter Akzent. Also die Haare, die verarbeitet werden, die kommen ausschließlich aus China. Die Schweine, um solche Längen zu erreichen, müssen mindestens 1,5 Jahre leben. Das erreicht heutzutage kein Schwein mehr in Deutschland.
Sieht so aus, als hätten Sie geradezu ein sinnliches Verhältnis zu Ihren Borsten. Ja, ich mag die Borsten. Also die Qualität ist schon sehr gut. Man entwickelt ein gewisses Feingefühl. Und dann, wenn ich zum Beispiel einen Besen habe, der mit Rosa zum Beispiel angezogen ist und ich gehe mal drüber, dann merke ich sofort, was das Hartes war. Das ist das Besondere. Man entwickelt schon ein besonderes Verhältnis zu den Haaren. Aber wenn man selber keine hat. Wir sind eine Blindenwerkstätte. Wir haben 10 sehbehinderte blinde Mitarbeiter plus 2 Auszubildende. Wir haben uns spezialisiert auf Ziegelhaarsachen und auf sehr viele Sonderanfertigungen, hochwertige Bürsten und Besen. Ein blinder Mensch entwickelt eine besondere Fähigkeit, durch die Finger zu sehen. Er hat zwar sein Augenlicht ist zwar geschädigt oder vollblind ist, aber dadurch versucht er mit den Händen zu sehen. Und dadurch entwickelt er einen gewissen Spürsinn in den Händen für Bürsten und Besen, auch für Materialien. Früher gab es keine Medien wie Fernsehen oder Radio, waren die Bürstenmacher willkommene Abwechslung im Dorf. Die haben sozusagen die Nachrichten einfach rumgetragen. Und diese Bürstenbinder waren schon willkommen. Und da haben man sie auch eingeladen, die dürfen sich hinsetzen. Da hat man auch Schnäpsle dazu getrunken und vielleicht Wein dazu. Und dann nach dem 5. Haushalt waren viele nicht mehr so ganz arg fit. Daher kommt das Sprichwort: Saufen wie die Bürstenbinder. Sein Name ist Frank. Benjamin. Er ist Vergolder. Ein Beruf, der ihm manchmal geradezu den Atem stocken lässt. Also man muss da auch vor allem die Atmung unter Kontrolle halten. Ein falscher Lufthauch und schon fliegt es vom Kissen. Und dann hechtet man hinterher. Also man muss vor allem ruhig atmen, ja, kontrollierte Bewegungen. Und das ist halt auch, ja, das dauert unheimlich viele Jahre, bis das drin ist. Das Gold hauchdünn. Sein wichtigstes Werkzeug? Ein Pinsel, den er durch Streichen über die Stirn elektrostatisch auflädt. Die Ägypter haben wohl schon so wie wir heute gearbeitet. Da war das Blattgold natürlich viel dicker. Ja. Aber von der Technik her, von den Materialien, die zum Einsatz gekommen sind, identisch. Ja. In dem Moment, wo sie restaurieren, da kriegt man so einen Respekt vor der Arbeit. Da liegt jetzt ein Spiegel vor einem, der aus dem 16. oder 17. Jahrhundert ist. Ja. Und dann schaut man sich das Ganze an und weiß ganz genau, die haben das genauso gearbeitet, wie ich es heute arbeite wird. Und man denkt da auch an die Handwerker, die dann das Stück erschaffen haben. Und ja, man hat jetzt, sag ich mal, das Glück, dass man da mitmachen darf. Sein Glück oder besser sein Meisterbetrieb liegt im Industriegebiet von Neuhofen. Der Pfälzer wusste schon sehr früh, dass er Vergolder werden will, mit 15 Jahren. Da die Eltern ja wussten, dass ihr Sohn handwerklich, künstlerisch begabt ist, dann haben wir mit ihrer Hilfe einen Praktikumsplatz gefunden. Und ja, das war beim Vergoldermeister. Und da war nach einer Woche Praktikum war für mich klar, das ist es. Und auch der zukünftige Lehrherr war überzeugt, ja. Dann war die ganze Sache besiegelt. Kein Tag ist wie der andere. Das liebt Benjamin Frank an seinem Beruf. Auftraggeber bleiben anonym. Selbst Gitarren von weltbekannten Rockstars hat er schon vergoldet. Auch da lautet die Devise: Schweigen ist Gold. Benjamin Frank ist eben ein bodenständiger Pfälzer mit einer goldenen Hand und goldigem Humor. Sein Arbeitsplatz war früher der Nagelstock, an dem er glühende Eisenstäbe im Handumdrehen zu einem Nagel verarbeiten konnte. Das habe ich als Junge, praktisch 16-Jähriger oder so, habe ich das vom Vater erlernt, meistens im Winter. Hier in der Gegend ist natürlich auch ganz schlecht mit den Verdienstmöglichkeiten, gerade vor 30 oder 40 oder sogar 50 Jahren. Und so war halt das doch einigermaßen zu Hause und
müsste nicht jeden Tag große Strecken zurücklegen. 30 Schläge macht man, bis der Nagel fertig ist. Und in der Stunde macht man zwischen 80 und 120 Nägel. Man konnte zwischen 800 und 1200, auch mal 1500 Nägel schmieden. Und das gab dann so ungefähr 30.000, 40.000 Schläge am Tag. War also ein sehr anstrengender Beruf. Und vor allen Dingen, ein eintöniger Beruf ist schon. Es war nicht nur Freude dabei. Bis in die 60er Jahre gab es noch einen Markt für handgeschmiedete Nägel. Dann kam die industrielle Großproduktion. Benno Dörflinger hatte irgendwann genug von 30.000, 40.000 Schlägen am Tag. Er erleichterte sich die Arbeit durch eine Stanze für halbfertige Rohlinge. Hauptsächlich fertigt er damit Ziernägel für Stilmöbel. Als letzter Nagelschmied in Baden-Württemberg gilt er als Spezialist. Manchmal erhielt er ungewöhnliche Sonderaufträge. Der interessanteste? Nägel für ein antikes Römerschiff. Schiffsnägel gehörten früher schon zur Arbeit, aber nur wenige. Das waren dann Boote, die auf dem Bodensee oder auf dem Rhein gefahren sind, nur kleinere. Und da hat mich dann jemand angerufen von Mainz, von der Universität. Das ist, war ein leitender, wie sagt man dann, Archäologe. Und hat gefragt, ob ich das machen kann. Ich habe gesagt, ja, je nachdem. Er kam und hat mir die Nägel gebracht und ich habe ihm dann gezeigt, wie das geht. Das müsste alles von Hand gemacht werden. Und das habe ich dann, ich war dann noch 10 Jahre jünger, konnte ich das dann in 2, 3 Jahren, konnte ich die Nägel machen. So um 10.000 Stück wird es gewesen sein. Die Nägel kann man im Museum für antike Schifffahrt in Mainz bestaunen. Für mich war der Sattler schon immer Traumberuf, seit Teenager. Also ich bin Handwerker durch und durch. Und ich sehe es als eine Gabe, von wem auch immer, mit meinen Händen was zu schaffen, die ich mitgekriegt habe. Und das möchte ich umsetzen. Und er tut's mit Hingabe. Zwischen 3 und 10 Pferdesättel baut Stefan Würz im Jahr. Maßanfertigungen für ein ganzes Pferdeleben. Handarbeit, für die der Reiter mindestens 2.500 Euro berappen muss. Immerhin arbeitet der Sattler 60 bis 80 Stunden an einem Unikat. Auf sein Meisterstück ist er besonders stolz. Aber Pferdesättel sind für ihn nicht alles. Ich habe Reiter, Motorradfahrer, Privatleute, die sich schöne Taschen und Gürtel machen lassen. Und nur durch dieses breit aufgestellte ist für mich auf dem Land ein Überleben möglich. Im Alltag heißt das ausbessern, alte Lieblingstaschen flicken, oft stundenlang an der alten Industriemaschine sitzen. Oder gar von Hand nähen. Die Handnaht, das ist die haltbarste Naht der Welt. Und für mich ist das fast was Meditatives. Wenn ich lange Strecke nähe, kann ich mir die Gedanken abschweifen und ja, über den Tagesablauf nachdenken. Und diese Naht kann von keiner Maschine auf der ganzen Welt gemacht werden. Und ist nicht wegzudenken in unserem Handwerk. Eigenkreationen bringen mehr Geld ein, aber die Bilanz nach rund 10 Jahren Selbstständigkeit fällt eher mager aus. Ich kann überleben. Zaumzeug für ganz andere Freizeitaktivitäten. Dem 36-Jährigen fehlt's nicht an Geschäftssinn. Kunden hatten ihn auf die Idee mit den Fesseln gebracht. Da ist bei den Pferdchen immer noch mehr los.
Also hier an der Schulter runter brauchst du genug Platz und hier im Widerrichtbereich. Und dann, dass er hier nicht kippt. Das Schmuckstück für Stute Liesel passt. Mit seinen Maßanfertigungen macht der Sattler Pferd und Reiterin glücklich. Verstaubt und antiquiert will sie auf keinen Fall sein. Daniela Müller-Lorenz, die Müllerin aus Weitersbach. Sie betreibt die einzige Mühle im Landkreis Birkenfeld. Das ist ein Job wie jeder andere auch. Es ist halt richtig Mühlenromantik. Nee. Also so wie das die Kundschaft sieht oder Fremde, ist das hier nicht. Für mich nicht. Daniela Müller-Lorenz stammt aus einer alten Müller-Familie. Seit 1871 ist die Weitersbacher Hütte in Familienhand. Nie wollte sie etwas anderes werden als Müllerin. Mit 16 begann sie ihre Lehre. Mit 18 übernahm sie die Mühle vom Vater. Mit 21 war sie die jüngste Müllermeisterin von Rheinland-Pfalz. Meine Eltern haben mir nie Vorschriften gemacht, was ich lernen soll, sondern das war meine freie Entscheidung. Ich wollte das schon als Fünfjährige Müller werden und ich habe das durchgezogen und ja, und ich mache es immer noch. Die Weitersbacher Hütte im Hunsrück ist eine kleine Mühle. 120 Tonnen Getreide verarbeitet Daniela Müller-Lorenz im Jahr. Fast alles stammt aus der eigenen Landwirtschaft. Denn zur Mühle gehört eine Ackerfläche von 80 Hektar. Genauso wie Schweine und Kühe. Nur in diesem Paket funktioniert es. Nur mit ausgewählter Qualität kann die kleine Mühle überleben. Nee, wir haben uns halt auf Nische spezialisiert. Wir haben halt ein sehr hochwertiges Getreide mit sehr viel Eiweiß. Und das ist unser Vorteil gegenüber den Großmühlen. Wir haben also ein Weizenmehl, was sehr gut backfähig ist. Und das kommt bei den Leuten sehr gut an. Der Laden in der Mühle hat an 6 Tagen geöffnet. Hier gibt es Mehl, Korn, Müsli, aber auch Fleisch, Wurst und allerlei Bioprodukte. Am allerliebsten wuselt die Müllerin aber in ihrer alten Mühle und arbeitet mit Maschinen, die fast ein Jahrhundert alt sind. Altes Handwerk und eine moderne Geschäftsphilosophie. Das ist ihr Rezept für die Zukunft der Mühle. Wenn ich sehe, was für Ziele ich mir gesetzt habe und dass ich die Ziele auch erreicht habe, also das erfüllt ihn schon mit Stolz. Noch ein Ziel. Vielleicht übernimmt ja irgendwann eine ihrer beiden Töchter die Mühle. Es wäre kein Wunder bei so einem Vorbild. Seit fast 200 Jahren hüllen Holzkohlemeiler den Wald zwischen Niedheim und Rothensohl in weiße Schleier. Daran hat sich Georg Wengert schon lang gewöhnt. Holzkohlerauch liegt bei ihm in der Familie. Schon seine Ur-Ur-Urgroßeltern waren Köhler. Bis ein Meiler so stark qualmt, ist aber erstmal viel Vorarbeit nötig. Einen Tag lang haben Georg Wengert und seine Mutter den Meiler aufgebaut. Unter der Erdschicht liegen sorgfältig gestapelte Holzscheite, die mit Stroh bedeckt sind. Für das Anzünden des Meilers nimmt sie eine alte Sauerkrautdose zu Hilfe als Kamin. Hund Chris bewacht den Meiler. Der brennt jetzt 3 bis 4 Tage und muss überwacht werden. Man muss ja nachts auch kontrollieren. Ja, ja, dann muss man raus. Wie oft? So alle 1,5, 2 Stunden. Unter der Erdschicht lodert ein Schwelbrand. Alle paar Stunden muss das glühende Holz festgeklopft und wieder mit Erde bedeckt werden. Sonst würde Asche anstatt Kohle entstehen. Ein oft dreckiger Job. Bei jedem Wetter draußen sein hier, da muss eine Leidenschaft dabei sein. Bisschen Herzblut, sonst geht es nicht hier. Man ist auch stolz auf seine Arbeit, weil wir sind die Einzigen, die das noch machen. Der Beruf des Köhlers ist fast ausgestorben. Dabei gibt es ihn schon seit Jahrtausenden. An der eigentlichen Arbeit hat sich nicht viel verändert. Sie kann nach wie vor gefährlich sein, vor allem gut 40 Stunden nach dem Anzünden. Haben Sie da nie Angst einzubrechen hier? Das Wichtige ist, dass man regelmäßig herkommt, alle 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann wird's gefährlich. Wenn man nicht kommt? Dann wird's eine Bombe-Surprise hier, ja?
Nach über 70 Stunden fackelt Georg Wengert die Holzgase ab. Dazu steckt er mit Dosen kleine Schlote. Sonst würde der Meiler noch einen Tag länger brennen. Das Meilerinnere hat mittlerweile eine Temperatur von über 1000 Grad. Die Wengertsche Kohle hat einen hohen Kohlenstoffgehalt. Viel höher als in Kohle, die industriell hergestellt wird und die man etwa im Baumarkt bekommt. Das schätzen seine Kunden, denn der Kohlenstoffanteil ermöglicht später sehr hohe Temperaturen, etwa für Schmelzprozesse. Wer sind denn zum Beispiel Ihre Kunden? Außer unabhängig von den Grillkunden, die jetzt kommen und ihr Grillsäckle holen, zum schneller ihre Würstchen. Die starben aus, die Gescheite werden immer weniger hier beim Grillen. Alle wollen sparen. Aber wie gesagt, in der Industrie, die wir Wert darauf legen, das ist der Daimler, zum Beispiel Autoindustrie. Und dann auch noch solche Firmen wie die SHW, die Schwäbische Hüttenwerke. Leben können Georg Wengert und seine Mutter nicht von der Köhlerei. Er arbeitet deshalb als Immobilienmakler in Stuttgart. Holzkohle machen, das ist Hobby und Verpflichtung, damit dieses uralte Handwerk nicht ganz ausstirbt. Dutzende von Werkzeugen braucht er, um einen neuen Schuh zu machen. Und viel Zeit. 3 Tage dauert es. Hans-Wilhelm Balzer aus Sprendlingen ist stolz auf sein Handwerk. Es entsteht jedes Mal ein neues Modell und jedes Mal ein besonderer Schuh, der nach Maß ja gearbeitet wird. Neuarbeit ist natürlich die feinste Arbeit und die Krönung des Schuhmacherhandwerks. Sagt der Name schon, Schuhe machen. Am Anfang eines jeden neuen Schuhs steht das Maßnehmen. Jeder Fuß ist anders, genauso einzigartig wie der Kunde. Nach dem Maßnehmen erstellt Hans-Wilhelm Balzer den passenden Leisten. Er ist so etwas wie ein Abbild des Fußes, ein Modell, das es nur einmal gibt. Um den Leisten herum entsteht der neue Schuh. Jeder einzelne Bestandteil dieses Schuhs ist handgefertigt. Das hat seinen Preis. Ein echter Balzer kostet um die 1000 Euro. Sogar den Faden zum Nähen des Schuhs stellt Hans-Wilhelm Balzer selbst her. Mit Pech. Ein Maßschuh ist heutzutage ein Luxus, den sich nur wenige gönnen. Zur Werkstatt von Hans-Wilhelm Balzer gehört ein kleiner Schuhladen, mitten in Sprendlingen. Das Hauptgeschäft des rheinhessischen Schuhmachers sind nicht die Maßschuhe, sondern das Reparieren von gebrauchtem Schuhwerk. Klassisches Schusterhandwerk. Alte Sohle ab und neue drauf. Hans-Wilhelm Balzer macht keine Unterschiede. Für ihn verdient jeder Schuh die gleiche Sorgfalt. Nur vom Maßschuh machen könnte er sowieso nicht leben. Der Schuhmachermeister bleibt bei seinen Leisten, weil er seinen Beruf liebt. Es gibt doch nichts Schöneres als einen handgenähten Schuh, so sagt er. Dass er keine Nachfolger hat, wurmt ihn. Doch er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vielleicht findet sich doch noch ein Lehrling. Das waren sie, unsere alten Handwerksberufe. Engagierte Handwerker, die uns mit den Produkten ihrer Hände Arbeit erfreuen.